Geldautomatensprenger auf der Flucht. Und von der Polizei gestoppt, das kommt eher selten vor. Diesmal ist der Polizei also ein richtiger Coup gelungen. Jetzt bei Das Thema, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen, alles zu den Hintergründen der Geldautomatensprengungen im Frankfurter Stadtteil Fechenheim. So gegen 2:30 nachts gibt's einen lauten Knall in Frankfurt-Fechenheim. Gleich 4 Geldautomaten der Sparkassenfiliale fliegen in die Luft. Dieses Video zeigt, was wohl kurz nach den Geldautomatensprengungen passiert. 4 Personen mit Stirnlampen. Hektisch. Für sie zählt jetzt jede Sekunde. Sie rennen zum Fluchtwagen. Auf die Polizei. Eine 5. Person sitzt am Steuer. Sie flüchten vom Tatort. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf. Großfahndung in Frankfurt. Vom Boden und aus der Luft. Sogar die A66 wird vorübergehend gesperrt. Nach einer Kollision zwischen dem Fluchtwagen und einem Polizeifahrzeug nimmt die Polizei den ersten mutmaßlichen Automatensprenger direkt fest. Das Auto wurde durch die eingesetzten Kräfte im Bereich der Filbe-Landstraße, dort der Omega-Brücke, gestoppt. Es kam dort ein sogenannter Stop-Stick zum Einsatz. Das Fluchtfahrzeug ist über diesen Stop-Stick drüber gefahren, nach bisherigen Erkenntnissen. Dabei wurden die Reifen des Fahrzeugs beschädigt. Das Fahrzeug konnte dann noch ein paar hundert Meter weiterfahren, wurde dann aber durch weitere Polizeikräfte endgültig gestoppt. Die übrigen Täter können in den Wald flüchten. 3 werden wenig später gefasst. Ein Täter ist noch immer auf der Flucht. Währenddessen beginnt die Spurensicherung am Tatort. Die Sparkassenfiliale ist völlig zerstört. Die Anwohner können das Ganze noch immer nicht glauben. Ich habe auch heute Morgen nur einen lauten Knall gehört, von welchem ich aufgewacht bin, aber niemals damit gerechnet habe, dass ein Geldautomat gesprengt wurde. Vor allem ist hier 300 Meter weiter gleich ein Polizeirevier. Wir sind hier an der Anbindung zur Autobahn. Ne? Damit haben sie wahrscheinlich gerechnet, dass sie schnell da drauf kommen. Aber hier sind auch überall Pfander in Zivil. Ne? Das ist Frankfurt am Main. Der ganze Laden, die halbe Decke ist runtergekommen. Da oben wohnen Familien. Also da muss man einiges in Kauf nehmen. Ne? Stefan Selzer ist vor Ort, um sich den Schaden anzuschauen. Auf ihn wartet noch viel Arbeit. Nicht zum ersten Mal in diesem Jahr hat er es mit einem solchen Fall zu tun. Für uns ist das dieses Jahr die 4. Filiale der Frankfurter Sparkasse. Letztes Jahr hatten wir auch schon eine. Also es hat in letzter Zeit ziemlich zugenommen. Und das ist nicht nur ein persönlicher Erfahrungswert. Im Frankfurter Stadtteil Sossenheim ist in der Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Durch die Explosion wurde das Gebäude so schwer beschädigt, dass es vorübergehend evakuiert werden musste. Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Velmar fahndet die Polizei immer noch nach 3 mutmaßlichen Tätern. 20 Sprengungen in den ersten 3 Monaten hat es schon in diesem Jahr gegeben. Vor einem Jahr waren es gerade einmal 10. So das LKA. Und die Bankräuber werden immer skrupelloser. Nicht nur mit Gas sprengen sie die Automaten, mittlerweile kommt auch Festsprengstoff zum Einsatz. Menschenleben werden aufs Spiel gesetzt. Wie hier im Kreis Gießen. Wir haben über diesen Fall schon berichtet. Hier der Link zum Video. Zurück nach Frankfurt. Dass sie hier die Automatensprenger frisch nach der Tat schon geschnappt haben, ein wohl außergewöhnlicher Erfolg. Ja, ist ein schöner Erfolg für die Frankfurter Polizei, ein schöner Erfolg für die eingesetzten und Kolleginnen und Kollegen. Wie hoch der Schaden oder eine eventuelle Beute ist, das ist derzeit noch unklar. Die Fahndung nach dem mutmaßlich 5. Automatensprenger läuft weiter. Ihr wollt noch mehr News aus Hessen? Dann lasst uns gern ein Abo da.